Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Ich bin der Daniel und wir haben heute eine Brunch-Folge. Und zwar, ich fange mal der Einfachheit halber mit dem Robin von Clonk Games an, weil der war schon mal da. Das heißt, der braucht sich nicht vorstellen. Und guten Morgen. Guten Morgen. Ich brauche mich ja nicht vorstellen. Ich war schon mal da. Dann sag zwei, drei Sätze zu dir. Mein Gott. Robin von Clonk Games. Kleines Spieleentwickler-Glitschen-Studio aus München, 10 Leute und aktuell an unserem ersten großen Super-Erfolgs-Hit namens Shift Happens dran. Ja, den kennt doch jeder. Den es auf Early Access zu kaufen gibt. Genau, den kennt doch jeder. Deswegen habe ich mir gedacht, also wenn die Leute Clonk Games hören, dann muss man da nichts mehr groß vorstellen. Das ist, ihr seid ja die Shooting-Stars, die hier mit absolut. Neuen. Ich wurde zum ersten Mal auf der Straße erkannt und war sehr, 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 sehr erstaunt. So schlimm ist es noch. Geil. Okay, hast du Autogramme gegeben? Und ja, absolut. Okay. So, und auf der anderen Seite auch zugeschaltet sind von, ich überlege gerade, ob es Funatics oder Funatics, wahrscheinlich spricht man es aus. Ja, wie du magst. Okay, sind auch akustisch uns überlegen jetzt gleich, nämlich die sind zu zweit angetreten. Thomas Häuser, hallo. Hallöchen, grüß euch. Und Timo Schiller von Funatics. Morgen. Hallo zusammen. Ich fange mal einfach mit dem Thomas in der Reihenfolge an. Vielleicht sagst du einfach mal zwei, drei Sätze über deine Historie als Spieleentwickler und auch so, was deine Aufgabe gerade bei Funatics ist. Ja, gerne doch. Mein Name ist Thomas Häuser. Ich mache Games seit 1988, also schon eine Ewigkeit. Bin damals der erste oder mit einer der ersten Angestellten bei Blue Byte gewesen, habe da irgendwie an den uralten Blue Byte-Titeln wie einen Siedler, wie einen Battle Isle und so mitgearbeitet, bis 98 dann bei Blue Byte verblieben, dann eine Funatics gegründet mit zwei Kollegen und seitdem machen wir quasi Spiele auf allen Plattformen, auf allen Ebenen. Also zunächst damals am PC noch, dann haben wir auch PSP-Titel gemacht, Nintendo-Titel gemacht, letztes Jahr Browser-Games gemacht und jetzt sind wir gerade am Valhalla Hills dran, das machen wir seit Anfang des Jahres mit Dedelic zusammen und da ist meine Aufgabe, ich mache das komplette Game-Design, aber ich programmiere auch hat große Teile der Spiellogik und versucht das alles noch ein bisschen zu organisieren. Und wie oft bist du schon auf der Straße erkannt worden? Ach, hält sich in Grenzen. Okay, so, und der zweite ist der Timo. Natürlich gilt für dich auch das Gleiche. Du darfst dich auch kurz vorstellen und etwas zu deiner Karriere sagen. Ja, also ich mache Spiele erst wesentlich kürzer als der Thomas, nämlich erst seit, also in der Branche bin ich erst seit 4 Jahren und angefangen habe ich da als Administrator, also nicht mal wirklich im, ja, ich möchte mal sagen, kreativen Prozess mit integriert, habe mich dann aber so langsam rübergearbeitet und arbeite jetzt im Game Design ein bisschen rüber und Unreal Engine mäßig eigentlich jetzt ziemlich tief eingearbeitet gehabt. Also Quereinsteigen lohnt sich. Thomas, du wolltest da gerade noch was sagen? Ja, ich wollte sagen, er hat sich hochgearbeitet. Ich wollte jetzt nicht hochschlafen sagen, aber hochgearbeitet ist schon okay. Okay, unser Thema heute soll sein Early Access. Das ist jetzt erstmal so ein weit gefasstes Feld, aber ich habe jetzt extra mal Entwickler eingeladen, wie ihr die seid, die gerade Spiele im Early Access Programm, also tatsächlich auch jetzt im sogenannten Programm bei Steam haben. Da muss man vielleicht auch noch mal kurz gleich die Definition so ein bisschen ziehen, um was es da geht, weil da gibt es ja verschiedene Formen von Early Access. Und ich fand's eben mal ganz interessant und auch mal ganz reizvoll da, weil ich letztens mit dem Robin bei einem Treffen in der Branche ganz kurz nur ins Gespräch gekommen bin über irgendwie Early Access. Und dann habe ich gedacht, Mensch, da gibt's ja gleich so viele interessante Aspekte, da sollte man eigentlich mal einen Podcast ausmachen. Und so ist die Idee entstanden. Und dann habe ich gedacht, ja gut, aber damit Robin sich nicht nur alleine hier den Mund fusselig reden muss, lade ich noch von Funatics jemand ein, weil ich eben auch gerade wusste, dass ihr mit Valhalla Hills auf Early Access auf Steam seid und das soll eben so ein bisschen das Thema sein. Zur Historie, glaube ich, das wäre vielleicht mal ganz interessant, um so ein bisschen Rahmen zu stecken. Ich glaube, ich vermute jetzt, Minecraft war wohl so das erste Spiel, was Early Access als Konzept so ein bisschen salonfähig gemacht hat, wo ich zumindest, ich weiß nicht, ging's dir da anders, kanntest du das vorher schon, Robin, dass man für ein Spiel, was noch nicht fertig ist, schon mal Geld bezahlen soll? Ja, witzigerweise, glaube ich, habe ich das bei Minecraft gar nicht so krass so wahrgenommen. Also mein Kollege, der Mick, hat mich da darauf hingewiesen. Ich habe ab und an mal irgendwelche pixeligen Screenshots gesehen, haben mir gedacht, das ist absolut nichts für mich. Und da haben wir noch woanders zusammengearbeitet. Der meinte dann, ja, der Beta-Access kostet so und so viel. Und ich dachte, okay, cool, Beta.
hat mir irgendwie in dem Moment gar nicht irgendwie großartig was gesagt und es hat sich auch gar nicht so angefühlt. Also ich glaube, die Wahrnehmung war von mir eine andere. Ich war dann nur happy, als irgendwie die Leute für die, nee Quatsch, Alpha war das sogar. Und dann für die Beta mussten die Leute dann auf einmal 10 Euro zahlen. Und das fand ich dann super lustig, weil ich damals für 5 Euro reingekommen bin. Das war so das erste Mal, dass ich gemerkt habe, okay, ich bin vielleicht zu einem Zeitpunkt eingestiegen, wo das, was ich gemacht habe, ein Investment in ein Spiel war. Aber witzigerweise habe ich es überhaupt nicht so wahrgenommen. Also es gab zwar irgendwelche, ich glaube, riesige Disclaimer, wo da stand, das ist alles noch in Development und es wird sich die ganze Zeit ändern und es gibt 1000 Patches. Aber als Konsument in dem Moment habe ich da jetzt irgendwie nicht aktiv gedacht, dass das was ist. Aber es war, glaube ich, tatsächlich das erste Early Access auch so für mich, wo ich es wirklich gemacht habe. Ich glaube, der Begriff gab es halt auch damals als solch noch nicht. Den hat dann erst Siem mit seinem Programm so geprägt, dass das dann auch wirklich genau. mal ein Wort bekommen hat, unter dem jetzt, glaube ich, ungefähr alle das Gleiche verstehen, was das bedeutet. Ne? Ja, ich glaube, man konnte davor schon bei manchen irgendwie zu Beta-Zugang oder sowas, gab es dann, meistens wurden die verlost, aber ich glaube, verkauft hat sie davor noch nie jemand so im großen Stile. Oder ich habe es nicht mitbekommen. Hm. Das kann natürlich sein. Aber der Begriff Early Access ist tatsächlich schwer von Steam geprägt. Ja. Thomas, wie ging's denn dir da? Hast du schon mal vor Minecraft was von der Idee gehört, dass man ein Spiel, was noch gar nicht fertig entwickelt ist, schon mal bezahlen soll? Absolut nicht, nee. Also das ist, also wie gesagt, ich habe es ja gerade gesagt, ich bin ja schon ewig lang dabei und das hätte man sich früher gar nicht vorstellen können. Also ne, früher war halt immer so, du musst irgendwie das Spiel fertig machen, du musst irgendwie reviewfähig sein und schmeißt es raus. Das wäre damals jetzt vor fünf Jahren vielleicht nicht, aber vor 10 Jahren jemand erzählt. Du kannst irgendwie mit so einem Stand der Entwicklung, die natürlich schon irgendwie Grundmechaniken bietet, kannst du irgendwie Geld verdienen und dann auch eine Community aufbauen, das ist sicherlich mit Minecraft erst groß geworden. Hm. Timo, versuch du doch nochmal in Worte zu fassen, was man denn jetzt genau als Early Access versteht und was nicht. Ja, also als Early Access, also verstehe ich zumindest, dass ich halt ein Spiel kaufen kann, welches vom Entwickler noch nicht als fertig tituliert wird. Und dass ich halt Möglichkeit habe, noch Einfluss zu nehmen, glaube ich, weil ansonsten kaufe ich einfach nur ein Spiel, was noch nicht fertig ist. Also das finde ich schon wichtig, dass da dieser Feedback-Mechanismus greift. Mhm. Und ich habe ja aktuell so ein bisschen das Gefühl, das ist auch eher so ein PC-Phänomen, also weil Steam das halt auch einfach groß gemacht hat. Xbox One Preview habe ich jetzt auch nochmal nachgelesen. Das wurde irgendwann mal angekündigt. Ich habe aber ehrlich gesagt das nicht genau weiter verfolgt. Da hieß es jetzt so, ja, Xbox macht jetzt auch sowas Ähnliches mit Early Access, geht so in die Richtung. Aber irgendwie kam dann jetzt nichts Konkretes mehr, dass jetzt wirklich mal gesagt, ah, okay, das ist jetzt mal ein handfestes Beispiel, wie sich Microsoft auf seiner Xbox One so ein Early Access, also oder Preview, wie sie das nennen, Programm vorstellt. Deswegen vermute ich jetzt mal, dass das tatsächlich auf dem PC und insbesondere dann eben auf Steam so ein größeres Ding ist. Und ja, dann gehen wir doch mal rein ins Thema. Robin, ihr habt euer Shift Happens auf Early Access jetzt veröffentlicht. Das ist jetzt 3-4 Wochen oder sowas ist das her, ne? Ja, 2 Wochen. 2 Wochen erst, okay. Das heißt, ihr habt jetzt gerade so die ersten frischen Erfahrungen damit gemacht, wie das ist, wenn man ein Spiel auf Early Access hat. Vielleicht kannst du kurz nochmal erklären, um was es in eurem Spiel geht und dann vielleicht auch nochmal so, wie fertig würdest du denn dein eigenes Spiel jetzt gerade bezeichnen? Okay, also prinzipiell veröffentlicht haben wir es auf Early Access am 9.9. Also das war für uns irgendwie so das Game kommt jetzt raus in so einer Art Beta. Ich glaube, ich könnte behaupten, dass es rein von den Spielfeatures her feature-complete ist. Also das heißt, unser Spiel ist von all dem, was letztendlich drin sein wird an Features, ist es fertig. Was fehlt, ist Content. Also wir haben uns relativ, jetzt nicht spontan, wir übertrieben, aber wir haben uns dann relativ kurzfristig doch tatsächlich dazu entschieden, Early Access mitzumachen. Vor allem, um irgendwie so das Feedback von den einzelnen Leuten, von der Community mitzunehmen und so ein paar Sachen abzudaten und vielleicht auch ein paar neue Features reinzuhauen, die wir uns so vielleicht nicht getraut hätten mit reinzupacken, weil sie halt irgendwie unfertig sind. Early Access hat für uns so ein bisschen den Anklang, dass wir sagen können, okay, wir haben hier Features, die wir testen und die müssen jetzt nicht 100% fertig sein und super polished sein. Also uns fliegt nicht irgendwie die Community um die Ohren, wenn wir irgendwas reinpacken, was irgendwie bei einem Drittel der Leute irgendwelche massiven Probleme verursacht oder sowas. Also wir können so ein bisschen mehr experimentieren. Und dann eben basierend auf dem, was die Community oder die paar Spieler, die es da gibt, die sich zurückmelden,
dass man basierend darauf auf Sachen dann ändert. Also sagt, okay, wir schmeißen das rein oder wir ändern das oder weiß der Kuckuck. Also das war für uns schon irgendwie relativ wichtig. Plus auch einfach so ein bisschen relativ eigennützig zu sagen, wir nehmen den Druck aus dem Launch so ein bisschen raus. Also dass wir irgendwie sagen, hey, Day One muss alles passen. Das, was normalerweise irgendwie so gang und gäbe ist, wie schon gesagt, vor 5 Jahren, vor 10 Jahren hätte sich das keine Sau getraut, weil es kein Internet mit Update-Funktionen, weil sich das noch nicht so wirklich etabliert hatte. Jetzt macht das jede Konsole. Wenn ich meine Konsole anschmeiße, dann darf ich erstmal eine halbe Stunde warten, bis ich irgendwie alle Systeme und weiß der Kuckuck was geupdatet haben. Und jetzt ist es halt so, dass Spiele sich, nachdem sie verkauft wurden, noch wahnsinnig weiterentwickeln. Und ich glaube, Early Access ist der logische Schritt aus diesem ganzen Nachgepatche, dass man sagt, okay, wir patchen das Spiel quasi oder ja, wir patchen das on the go und machen noch gar nicht wirklich fertige Sachen und testen noch wieder Geschichten. Und das ist für uns aktuell relativ hilfreich. Also es gibt ein paar Leute in der Community ist gut, im Steam-Forum, die relativ aktiv sind. Also so muss man ganz ehrlich sagen, 3, 4. Und die bringen aber tatsächlich echt einen Mehrwert. Also das sind so Feedbacks und auch richtig ausführlich. Also da kriegst du nicht einfach nur Error-Reports, sondern du kriegst halt von den Leuten irgendwie so zweiseitige Zusammenfassungen, wie sie die Lernkurve fanden oder was am Tutorial für sie nicht so ganz funktioniert hat, rein verständnismäßig. Klar, man muss das irgendwie alles immer noch so ein bisschen filtern, aber prinzipiell dieser Feedback-Loop, der existiert, auch bei einem Spiel, was jetzt irgendwie verkaufsmäßig nicht so geil läuft, da hast du diesen Feedback-Loop und das ist schon mal sehr viel wert. Mhm. Und euer Spiel ist ein 2D-Koop-Plattformer. Also das ist unser Spiel. Ja, ein 2D-Koop-Plattformer. Idealerweise natürlich Local-Koop, aber geht auch über Netzwerk. Nicht so optimal, also noch so ein paar Bugs, aber das ist ja der Vorteil von Early Access, das wird einem da halbwegs verziehen. Aber letztendlich geht es um ein Spiel, wo 2 Leute zusammenspielen. Mhm. Okay, jetzt um Robin mal kurz Zeit geben, dass er Luft holen kann. Thomas, Valhalla Hills ist ein Strategiespiel. Ich glaube, ein Echtzeit-Strategiespiel klassischer Bauart. Würde ich jetzt mal zumindest so bezeichnen von den ersten Bildern. Sag doch bitte auch noch mal ganz kurz was zu Valhalla Hills und dann im Anschluss die gleiche Frage, wie lange seid ihr schon auf Early Access und was sind so eure ersten Erfahrungen? Ja, gerne. Also Valhalla Hills ist, wie du schon gesagt hast, Aufbaustrategie. Wir kommen so aus der Kaltschwarz-Ecke. Wir haben Siedler damals auch gemacht, ein paar Teile. Hat da so ein paar Anlehnungen dran. Aber wir wollten halt nicht nur so klassisch irgendwie so ein altes Spielkonzept nehmen und irgendwie hübsche Grafik draufpacken und gutes. Wir haben ein paar Mechaniken, die halt neu sind. Zum Beispiel sind bei uns die Level alle komplett zufallsgeneriert. Wir haben Freischaltungssysteme, dass du quasi, indem du das Spiel spielst, dein Holzfäller fällt Holz und wenn er es oft genug gemacht hat, dann wird irgendwas Neues freigeschalten oder Achievements werden freigeschalten und so. Das heißt, es ist relativ schlecht testbar und unvorhersehbar, weil der Spieler halt agiert und dadurch, dass der Spieler agiert, Dinge freigeschalten werden. Dass das Neue ist. Wir sind Early Access gegangen am 24. August fast, glaube ich. Also jetzt schon 2 Wochen länger als dann der Robin. ich bestätige alles, was Robin gesagt hat. Also warum wir Early Access gegangen sind, ist einfach, auch wir waren total gespannt, was das Feedback sein wird. Wir entwickeln das jetzt, es ist noch nicht so wahnsinnig lange in Entwicklung, seit Anfang des Jahres intensiv, aber die Zeit, die es in Entwicklung war, da haben wir quasi mit 8, 9 Leuten im Zimmerchen gesessen quasi und so für uns hin reingehackt, was ging, haben unserer Meinung halt einen soliden Stand gehabt, was das Aufbaustrategiespiel angeht und wollten eigentlich auch Feedback von der Community haben. Mit all den Aspekten, die auch gerade genannt worden sind, da war es uns für uns schon wichtig zu sagen, wir nehmen uns die Zeit, weil Early Access ist ja nicht nur positiv, du hast ja nicht nur irgendwie den Mehrwert des Feedbacks, du hast ja auch den Nachteil, gerade wenn du irgendwie wie wir für Dedelic mit einem vorgefertigten Zeitrahmen oder Budget arbeitest, du zwackst dir ja Zeit hinten ab, ne? Du hättest ja die Zeit auch nutzen können, die du im Early Access bist, um vielleicht wirklich die Version fertig zu machen. Du musst ja quasi schon vorziehen und vorher fertig sein. Was bei einem Aufbaustrategiespiel ist halt, die ganzen Spielmechaniken müssen halt da sein und zusammenfassen. Du kannst ja nicht irgendwie, den Kampf rauslassen und sagen, wir probieren das mal ohne. Deswegen war das für uns schon ein Ritt. Aber auch bei uns war das Feedback gleich von ersten Tag an extrem,
Also zum einen sehr positiv, weil die Leute halt intensiv gespielt haben, aber auch sehr, sehr, sehr vielfältig, was so das Feedback und die Wünsche auch angeht. Und da sind halt wirklich auch Ideen von der Community an uns herangetragen worden, ob es Kleinigkeiten sind, wie in der UI Dinge, die wir einfach nicht mehr gesehen haben, die dann aber auch innerhalb von wenigen Stunden teilweise auch umgesetzt und auch wieder zurück in die Version geflossen sind. Also das ist halt auch super, super wichtig für uns, da halt direkt so das Ohr am Gleis zu haben und mit der Community auch direkt auch zu kommunizieren. Timo, wie weit würdest du denn Valhalla Hills bezeichnen vom, ja, ich weiß jetzt nicht, ob was ich es genau beziehen soll, also Spielumfang oder also vielleicht kannst du irgendwie eine Prozentzahl, falls dir das möglich ist, geben, wie weit es fertig entwickelt ist? Also Prozentzahl ist schwierig, weil wir halt noch nicht genau wissen, wie weit wir quasi nach hinten hinaus kommen wollen, aber an sich ist es halt von den Mechaniken her schon fertig. Wir tweaken halt jetzt hauptsächlich noch dran rum und schieben halt auch Content nach. Ja, und schieben halt auch Dinge, die halt der Community auffallen, die wir uns vielleicht anders vorgestellt haben. Ne? Wenn zum Beispiel gesagt wird, die Vielfalt der Gegner ist zu gering, die wollen da irgendwie mehr Abwechslung oder auch mehr Herausforderung haben. Das sind halt Dinge, die nehmen wir uns dann auch an. Okay. Aber wie Timo gesagt hat, so das Basisspiel, ich glaube, wir haben ein ganz solides Aufbaustrategiespiel. Das macht auch Spaß, das Feedback ist gut, es hat eine schöne Game Loop. Am Ende des Tages, da müssen wir auch ganz ehrlich sein, wir würden gerne super lang entwickeln, das muss sich halt dann irgendwie auch tragen. Klar. Nee, der Hintergrund meiner Frage war natürlich aus der absoluten Naivität des Konsumenten gestellt. Das ist, ich habe jetzt gerade bei euch schon auch gemerkt, dass es euch selber teilweise eben schwer fällt, weil ich glaube, Spielentwicklung ist auch so, da kann man nie aufhören. Also beziehungsweise man muss einfach irgendwann mal sagen, so, ja, jetzt müssen wir halt mal aufhören, aber wir könnten noch 3 Jahre, weil man könnte es noch ein bisschen besser machen. Ja, ich hatte seit langem keine so schlechte Woche mehr wie die Woche vor dem Early Access. Weil ich habe dann wirklich so gesehen, oh mein Gott, also als Entwickler, ich meine, der Robin wird es wahrscheinlich auch wissen, du siehst immer nur die Sachen, die noch nicht so gut funktionieren. Und es war echt Panik die Woche vorm Release und deswegen war es halt sehr schön, dass der Release relativ smooth auch gelaufen ist und das Feedback gut war. Aber war schon immens aufreibend. Unsere Ideenkiste ist auch noch sehr voll, also wir könnten da auch noch lange dran weiterarbeiten. Ganz genau. Der Hintergrund meiner Frage, die offenbar vollkommen an euch vorbeigegangen ist, deswegen erkläre ich das jetzt nochmal. Nein, das ist ja nicht eure Schuld, im Gegenteil, das ist ja auch irgendwie so ein bisschen meine blöde Fragestellung gewesen, aber es gibt halt auf Early Access so Spiele, wo ich jetzt, also ich bringe mal ein Beispiel, nämlich dieses Dirt Rally, wo ich das Gefühl hatte, das ist eigentlich ein fertiges Spiel und jetzt gibt's halt neuen Content, also neue Spielmodi, neue Fahrzeuge, das wird nach und nach eben erweitert, aber eigentlich hat man das, was man als Basispaket bekommen hat, das war fehlerfrei, es hat funktioniert und gut, der Umfang war eben nicht so groß. Und dann gibt's aber auch Spiele im Early Access, wo man sagt, meine Güte, was ist denn das für ein Haufen Schrott, also programmierter Schrott, den funktioniert ja überhaupt nichts in diesem Spiel. Und dann sagt man sich halt, okay, Early Access ist halt nicht Early Access. Und da habe ich halt bei Dirt Rally das Gefühl gehabt, okay, das Spiel ist zu 90% fertig und jetzt kommt nur noch neuer Content. Und bei anderen Spielen habe ich das Gefühl, hey, das ist ja noch nicht mal 30% des Entwicklungsstandes, weil es einfach unter, weiß ich, Windows 7 oder sowas komplett immer abstürzt. Und dann sagt man sich halt, na gut, das ist dann halt nicht benutzbar für einen Großteil der Konsumenten, die keine Lust haben, dann rumzubasteln. Und das war so ein bisschen der Hintergrund meiner Frage, warum, also wie weit und wie fertig ihr euer Spiel dann irgendwie bezeichnen wollt. Also ich denke, dass das, also unser Anspruch war schon, was irgendwie zu releasen, also auch in Early Access zu releasen, ist ja auch ein Release, was den Leuten Spaß macht. Also wir wollten da kein Junk rauswerfen. Deswegen denke ich halt schon, dass wir eine relativ runde Version haben. Ja. Robin. Also die Anzahl der Bug-Reports, die halt wirklich, sag ich mal, irgendwie aus unserer Game-Logik dann abstürzen oder so, ist sehr, sehr gering gewesen. Also da haben wir, glaube ich, schon was ganz Gutes abgeliefert. Ja, nee, im Gegenteil. Ich wollte auch euch überhaupt nicht vorwerfen, dass wir so sind. Aber ich finde das halt auch wichtig, dass also ich mag halt Early Access als, wie du gerade gesagt hast, als wenn ich da irgendwie totalen Rotz sehe und da Geld für ausgibt, dann ist es halt auch, fühle ich mich ja auch verarscht. Ne? Und wir wollen ja niemanden verarschen. Also das ist halt aus der Hinsicht halt auch schon für uns wichtig, vernünftige Arbeit abzuliefern. Aber das muss halt jeder Entwickler oder jeder Publisher für sich selbst entscheiden, ne? Wann er da den Schritt geht, Early Access zu gehen oder ob er dann noch lieber ein bisschen wartet. Robin, Bug Reports war jetzt gerade so ein Stichwort, was schon gefallen ist. Wie viel Arbeit ist denn dann auch so eine Early Access Phase? Weil du hast ja auch gesagt, hier, man kriegt dann Feedback, 2 Seiten von den Leuten mit irgendwelchen Fehlerbeschreibungen oder dedizierter, detailreicher Kritik. Das muss ja irgendjemand abarbeiten. Also tatsächlich, der Mehraufwand, der dadurch entsteht, der ist schon relativ erheblich.
ich nehme es den Leuten jetzt nicht übel, wenn sie irgendwie uns detaillierte Fehler schreiben, aber so der Arbeitsaufwand, der hinter den ganzen Reaktionen auf die Leute steht, der steht den Bug-Reports, die irgendwie aus der QA oder die aus deinem eigenen Team kommen, in nichts nach. Im schlimmsten Fall sind sie sogar noch schlimmer zu bearbeiten, weil die internen kann man wahrscheinlich relativ schnell erklären und dem Kollegen sagen, ja, ich kümmere mich drum, das hat den und den Hintergrund. Während ich jetzt irgendwie dann den Leuten, wenn die irgendwas posten im Forum, dann muss man da teilweise richtig Zeit aufwenden, sich damit auseinanderzusetzen und denen zu sagen, guck mal, das ist, oder manchmal findet man zum Beispiel gar nicht erst raus, was das Problem tatsächlich ist. Mhm. Also du bist immer noch so ein bisschen hinterher, was jetzt wirklich passiert ist. Jeder, der im Team sitzt, der weiß ungefähr, wie eine Bug-Reproduzierung ausschaut. Das ist jetzt für jemanden, der noch nie irgendwie in der Branche oder in dem Metier gearbeitet hat, ist das halt nicht selbstverständlich. Also allein die Aufarbeitung ist relativ viel Arbeit und dann hast du aber auch noch diese Antwortzeit. Also du kannst bei uns im Steam-Forum, hat ein Typ hat so ein bisschen was geschrieben. Ich sage, der hat ungefähr 2 Seiten Feedback zusammengeschrieben und unser Game-Designer hat sich an der Ehre gepackt und hat dem 4 Seiten Antwort geliefert. Das passiert halt auch nicht von ungefähr, aber das erwarten die Leute. Also wenn du das nicht machst, dann werden die, also jetzt vielleicht nicht in dem Umfang, aber wenn wir das einfach drunter geschrieben hätten, okay, danke, dann kannst du dir davon ausgehen, dass der Typ wahrscheinlich entweder nie wieder antwortet oder dass wir da keinen wirklich großartigen positiven Effekt rauskriegen. Too long didn't read. Ja, genau. Also ich mal schauen. Ich kann mir gut vorstellen, also das, was unser Game Designer, der Matthias, was der geschrieben hat, also es ist halt echt, der ist wirklich drauf eingegangen und ich fand das total geil. Ich war da gerade in Hamburg und hab nur kurz ins Forum gesehen und hab dem seine lange Antwort gesehen. Und auf diese ohnehin schon wirklich lange Frage und dachte mir nur so, oh, zum Glück musste ich das nicht machen, ey. Aber das ist schon echt ein gutes Stückchen Arbeit, weil du halt auf einmal die Sachen, von denen du gesagt hättest, ja, da kümmern wir uns dann irgendwann mal drum, musst du darauf reagieren. Also dann vielleicht musst du auch deine Prioritäten so ein bisschen ändern, so sagen, okay, vielleicht machen wir das als erstes, weil aus der Richtung kommt gerade echt viel Lärm, aber jeder will gehört werden. Und das ist halt, also gerade wenn du sagst, okay, ich möchte auch eine Community mit aufbauen, das ist super wichtig. Wenn du sagst, okay, ich möchte irgendwie so einen One-Off-Titel machen, dann kannst du den Leuten sagen, ja, okay, ja, Problem, dass das auf deinem Rechner ist, das ist schön, aber du bist jetzt einer von 400. Da ist mir egal. Ja. Und das kannst du halt nicht bringen im Early Access. Thomas, du wolltest gerade noch was sagen da. Ja, nee, also ich unterschreibe das vollkommen. Wir haben extra deswegen noch jemanden eingestellt, der quasi sich nur um die ganzen Anfragen, die von draußen kommen, kümmert, der das beantwortet, der das dann auch kanalisiert, weil du als Entwickler, du musst ja auch noch weiterentwickeln. Also das ist, du könntest den ganzen Tag dich damit beschäftigen, aber dann bleibt halt das Spiel wieder auf der Strecke. Deswegen ist das echt ein schwieriger Spagat teilweise auch und halt super aufwendig. Das ist nämlich auch meine Frage zu dem QA, weil das ist ja auch immer ein Argument, was von Spieleentwicklern kommt, dass man sagt, ja, wenn wir auf Early Access sind, dann quasi, ja gut, das kann man jetzt in 2 Richtungen. Wenn man jetzt zynisch ist, sagt man, da wird quasi der Kunde wird missbraucht als Beta-Tester. Wenn man das jetzt positiv formuliert, wie ihr das immer gemacht habt, was ja durchaus auch valide ist, dann kann man eben sagen, na ja, die Leute, die wirklich Interesse an dem Spiel haben, die können eben vorher schon mal reinspielen. Und es gibt eben auch Leute, die da einfach Lust und Spaß dran haben, weil ich glaube, wenn jemand keinen Spaß dran hat, dann schreibt er nicht 2 Seiten ins Forum. Das macht er schon, weil er da auch wirklich Interesse an diesem Spiel hat. Und dann frage ich jetzt aber, gut, es gibt ja ich weiß nicht, ob die hochbezahlt sind, aber es gibt auf jeden Fall bezahlte QA-Firmen, die darauf spezialisiert sind, so wie Robin es auch gesagt hat, so Bug-Reports zu erstellen. Timo, wie qualifiziert ist denn dann überhaupt sowas, was quasi der profane Gamer mal, sag ich jetzt mal, als Feedback liefert? Also, was quasi die Gamer draußen einfach als Vorteil haben, sind, dass sie viel, viel mehr sind. Also, selbst wenn ich eine hochspezialisierte QA haben und dann habe ich so ein Spiel wie unseres, was halt zufallsgenerierte Karten macht, da kann ich nicht gegen antesten, gegen halt ein paar tausend Leute, die draußen das Spiel spielen und einfach viel mehr finden können, als das halt 4 oder 5 Leute können. Ich glaube, da ist auch noch ein anderer Punkt total wichtig, dass die Leute, die sich das im Early Access kaufen, die sind total motiviert und engagiert und die investieren da auch wahnsinnig viel Zeit und auch ihre Liebe quasi in das Spiel und die wollen, dass das Spiel auch besser wird. Verstehst du? Also bei einer QL ist es meistens so technisches Feedback. Aber das Feedback der Leute, die es gekauft haben und die sich sehr intensiv dann auch in ihrer Freizeit damit auseinandersetzen, ist dann schon nochmal, ne, die wollen halt, dass das Spiel besser wird. Die wollen vielleicht nicht nur Bugs finden, sondern die wollen halt wirklich auch am Spiel mitwirken oder das Spiel in die richtige Richtung lenken. Das ist schon nochmal ein Unterschied zu einer bezahlten QA, finde ich.
Ich glaube auch, dass die bezahlte QA, die gerade, wie du sagst, sehr auf das Technische abgeht. Und was wir jetzt von dem hatten, waren halt auch schon relativ viele so einfach seine Impressionen. Also sowas, wo er gesagt hat, ja, das fühlt sich irgendwie noch nicht gut an. Das wird die QA, wenn du eine ganz tolle QA hast, dann wird die sagen, ja, das fühlt sich noch nicht so toll an. Oder ich glaube, dass irgendwie der Anstieg von der Schwierigkeit an der Stelle einfach zu heftig ist. Das wird ja normalerweise die QA nicht machen. Die testen das irgendwie auf 25 verschiedenen Setups und sagen dann, technisch ist alles okay. Wir haben das Ding jetzt 48 Stunden lang durchlaufen lassen, der eine Rechner ist dabei verkohlt und die anderen stehen noch. Also ja. Ja, und die professionelle QA hat auch noch den Nachteil, sie spielen ja, also wenn du quasi einen Tester hast, der dann auch über Monate das Spiel begleitet, der wird ja auch betriebsblind. Und ja. Da ist jetzt auch, glaube ich, ganz wichtig, dass Leute von außen immer wieder frisches Feedback geben. Aber ich glaube auch, dass die professionelle QA wird dir ganz andere Ergebnisse liefern. Also ich glaube, das eine ersetzt das andere nicht. Also auf keinen Fall. Nee, das nicht. Das nicht, aber es ist halt ein ganz anderes Niveau von oder eine ganz andere Richtung von Eindrücken, die du da, ja, oder von Feedback, was du da bekommst. Weil wenn du halt Leute siehst, die nach einer Woche irgendwie schon 120 Stunden Spielzeit haben und ungefähr, die das Spiel wahrscheinlich schon mehr gespielt haben als die Leute in der QA, dann das ist, also hat man das Gefühl, dass die Leute halt wirklich mit Herzblut dahinter stecken. Ja. Vielleicht versuche ich es für mich nochmal in sinnvolle Worte zu fassen. Das ist wie wenn man so ein Auto auf den Teststand stellt bei der QA, weil also ist ja gerade auch ein aktuelles Aufregerthema, Autos und Teststände und sowas. Also sprich, die QA stellt das Auto halt auf den Teststand und lässt den Motor irgendwie, weiß ich nicht, 48 Stunden im Vollgas laufen und sagt dann halt, ja gut, nach der und der Leistung oder sonst was sind halt die Kolben dann abgekratzt oder was weiß ich was. Also kommt schwer drauf an, glaube ich. Also es gibt auch hier, die einfach ganz, die kriegen sehr spezifische Testszenarien einfach vorgelegt, wo es irgendwie heißt, bla bla, den und den Ablauf und den machst du jetzt irgendwie. Also es kommt auch auf die Größe von der Firma an. Je größer die Firma wird, desto stupider werden diese Dinger. Und je mehr QAler die haben, wenn die 300 QAler haben, dann kannst du davon ausgehen, dass der eine Typ den ganzen Tag lang nur meinetwegen das Trading-Interface hernimmt oder und da einfach nur die absurdesten Kombinationen machen soll oder also die legen es dann teilweise auch sehr drauf an, Dinge kaputt zu machen. Ist auch ihr oder, Job, ja. Genau. Wohingegen deine Standardspieler halt ganz andere Probleme haben. Also die QA ist wirklich sehr für die technischen Probleme zuständig. Bestimmt auch und teilweise, das wird jeder anders handhaben, für so Geschichten wie so, ja, das sieht noch nicht so gut aus oder ich verstehe hier irgendwas nicht, aber letztendlich geht es in den meisten Fällen tatsächlich um technische Probleme. Genau, das meinte ich eben mit dem, wenn man ein Auto halt auf einen Prüfstand stellt, dann misst man halt eher die Technik. Das sagt aber noch lange nichts darüber aus, wie das Fahrgefühl ist oder wie das von der Bedienung her ist. Dass halt zum Beispiel der Konsument halt sagt so, hey, ich verstehe nicht, wie der Scheibenwischer funktioniert, weil die Symbole sind so komisch oder das ist ganz anders, als das vorher war. Und das, glaube ich, oder das vermute ich jetzt mal, findet halt eine QA nicht raus. Die guckt halt nur, ob der Schalter, wenn man ihn 30 mal und her bewegt, ob der dann abbricht, so ungefähr. Oder ist das doch dann zu vereinfacht ausgedrückt von meiner Seite? Ja, ich glaube, das kann man so auch nicht sagen. Aber wie gesagt, auch so jemand in der QA, der das Spiel dann vielleicht über Monate begleitet, der hat dann vielleicht am Anfang schon mal gesagt, dass der Schalter irgendwie so ein bisschen hakelig ist oder irgendwie nicht gut zu bedienen ist. Aber auch der gewöhnt sich ja dran. Und auch im QA-Studio bekommst du ja nicht mit jeder Version, die du der QA zum Testen gibst, irgendwie einen neuen Tester, der das ganz frisch betrachtet. Auch die werden ja, ne, der Mensch hat halt diese Angewohnheit, sehr schnell, wenn er Probleme sieht, die auch umgehen zu können. Und ich glaube, da ist ein QAler auch nicht vorgefeit. Also, das ist halt nicht schwarz und weiß. Natürlich hast du recht, primär ist es wirklich so dieser Vergleich, der mit dem, ne, mit dem Motorteststand, der passt schon, weil das ist natürlich auch eine Aufgabe der QA, halt Hardware-Diversitäten zu prüfen. Aber letztendlich, die geben auch schon Feedback zum Spiel. Preisgestaltung ist so ein interessanter Punkt, der da auf der Seite aufkommt. Robin, ihr habt euer Spiel für, glaube ich, 14,99 oder so rausgebracht. Ne? 13,99. 13,99. Preisgestaltung bei Early Access, finde ich, hat sich so eingebürgert, dass das immer günstiger ist. Und wir waren ja auch schon bei dem Minecraft-Beispiel, wo du dann gesagt hast, ja gut, ich habe es noch für 5 Euro gekauft und danach kam dann die Beta, die hat dann schon 10 gekostet und dann kam die Beta 2 und die hat dann schon 15 Euro. Es wurde dann immer teurer, je näher quasi der Release kam, beziehungsweise je mehr Features da reinkamen. Jetzt gibt's ja auch die andere Möglichkeit, weil ich meine, das ist jetzt gar keine Spekulation, sondern es gibt natürlich zwei Richtungen beim Preis. Man kann
dann entweder sagen, nö, Early Access kostet genauso viel wie der Preis des fertigen Spiels, wie er mal geplant ist, oder wir machen es sogar teurer am Anfang und es wird dann billiger, weil wir halt sagen, ja gut, wer jetzt so früh quasi mit reinkommt, der kriegt das Spiel ja früher, also soll der auch mehr zahlen. Warum, Robin, habt ihr euch jetzt für diesen Preispunkt entschieden und wie verhält er sich zu dem Preispunkt, den ihr möglicherweise für ein fertiges Spiel angesetzt hättet? Ja, das ist ein lustiger Punkt, weil das war eins der Dinge, wo ich mich im Team habe überstimmen lassen. Ich war dafür, den Preis hochzusetzen, also den nicht unter den quasi den Retail-Preis, den wir letztendlich haben wollen, zu setzen. Ich wurde dann von, sag ich mal, von meinem vernünftigen Team überstimmt, die gesagt haben, das kannst du nicht machen. Die Leute, die kriegen ja ein unfertiges Spiel und dafür einen vollen Preis zu zahlen, ist unfair. Ich habe ein bisschen mehr so den Aspekt gesehen, so ja, die Leute, die den früheren Zugang kriegen, die da wirklich drauf stehen, den kann man A, wahrscheinlich eher Kohle abknöpfen, also greedy Developer und so. Und B, ging es, glaube ich, gerade bei Early Access uns nicht drum, irgendwie einen Verkaufserfolg, also den Preiskampf nicht gleich am Anfang anbrechen. Weil, also auf der einen Seite so Werteverwaltung von Spielen und sowas, wenn du einmal irgendwo unten bist, drunter kommst du nicht mehr. Drüber kommst du nicht mehr. Nicht mehr, ja. Und auf der anderen Seite, wenn die Leute ein höheres Investment in irgendwas haben, dann ist ihre Beteiligung und ihre Bindung an das Ding auch ein bisschen höher. Ich habe mich überstimmen lassen. Also ich bin immer noch der Verfechter des teureren Early Access. Ich sehe das bei ein paar Leuten, dass das irgendwie ganz cool geht. Die setzen absichtlich diese Einstiegshürde des Preispunktes relativ hoch an, weil sie sagen, okay, ich will eigentlich nur Leute, die echt motiviert sind, mein Spiel zu kaufen. Und die haben dann vielleicht auch ein höheres emotionales und finanzielles Investment in das Game, dass sie mir irgendwie helfen und dass das Feedback vielleicht auch sinnvoller ist. Auf der anderen Seite verstehe ich auch total, wenn man sagt, okay, das Ding ist unfertig, dann ist es eigentlich gemein, den Leuten so viel Kohle abzuzocken. Also ich verstehe beide Punkte, aber ich bin Verfechter des teureren Early Access. Hm. Thomas, wie ist das bei euch? Euers kostet, glaube ich, 20 oder sowas, ne? Genau, es hat am Anfang 16 gekostet, war noch ein bisschen discounted, jetzt ist es auf 20 Euro. Ich bin da so ein bisschen der falsche Ansprechpartner, weil mehr die Entwickler sind und mit der Preisgestaltung, das ist immer so eine Sache, die so ein bisschen gefährlich ist. Mhm. Ich finde jetzt aber auch, jetzt für unser Spiel ist 20 Euro sicherlich ein fairer Preis, finde ich. Letztendlich, du bekommst meiner Meinung nach ein relativ rundes Spiel schon. Ich bin auch kein Freund davon, es zu billig, ne, rauszuwerfen. In Anführungszeichen. Ja, ist ein schwieriges Thema. Aber also, du kannst ja auch als Konsument was dazu sagen, wenn du es jetzt gar nicht auf dein eigenes Spiel, würdest du da einfach sagen, hey, ein Spiel, was, sagen wir mal, Vollpreis kostet, das kaufe ich nicht für Early Access. Oder doch, weil es mich interessiert, dann bin ich auch bereit, Geld. Wenn es mich interessieren würde, auf jeden Fall schon, wenn die Reviews auch dementsprechend gut sind und ich auch das Gefühl habe, dass es wirklich wertig ist. Aber da kommen wir wieder zu dem Thema, was wir gerade gesagt haben. Wenn es eine Early Access-Version ist, die irgendwie total buggy ist, die unrund ist, wo das Spiel keinen Spaß macht, dann wird sie sicherlich verarscht vorkommen. Also das, ja. Aber ich würde auch eher, also im Early Access eher sagen, den Preis eher ein bisschen unter dem Retail-Preis nachher ansetzen und dann später, wenn Early Access vorbei ist, dann das angleichen. Timo, ist das denn jetzt auch die Strategie für Valhalla? Also ihr habt schon gesagt, von 16 auf 20 ist es schon hochgegangen, also es wird Schritt für Schritt jetzt teurer werden. Also falls du zumindest zu dem Preis was sagen kannst. Ja, also es wird mehr kosten, wenn es dann fertig ist. Wie viel, kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber zu dem Thema allgemein, also ich persönlich würde kein Spiel kaufen, was, glaube ich, teurer ist im Early Access. Einfach, weil ich immer diese Ungewissheit drin habe, dass es nie, also unter Umständen nie fertig wird. Ich glaube, dass das auch so ein bisschen aus dieser Kickstarter-Ecke kommt. Also, dass halt ich mehr zahle, um es eher spielen zu dürfen. Ich wollte gerade sagen, gerade bei Kickstarter, da gibt's ja das Spiel bekommen, ist ja quasi so das Minimum-Pledge. Also klar, manchmal gibt es noch welche drunter, aber im Regelfall ist das dann halt so, ja, hier zahlen 20 oder so und dann kriegst du den digitalen Download digitaler Download ist eh so ein Blödsinnswort, aber dann kriegst du das Spiel, wenn es rauskommt, als Download. Und dann geht's immer rauf und dann kannst du halt sagen so, hey, dann darfst du schon an der Beta teilnehmen. Und da wird ja wirklich nach oben skaliert, dass man sagt, hey, je fähniger, sag ich mal, die Leute sind, also das heißt, je mehr sie bereit sind, dazu auf das Spiel zu zahlen, desto mehr zusätzliche Features bekommen sie. Und da zählt eben auch sowas wieder zu, du kannst früher spielen. Oder ist ja gerade bei den großen AAA-Publishern ist es ja mittlerweile gang und gäbe, dass sie irgendwelche Beta
Keys verkauft werden. Also im Sinne von, wenn du jetzt pre-orders, kriegst du Zugang zur Beta. Wenn du jetzt vorbestellst Spiel XY, da ist dann der Beta-Key für die Fortsetzung drin oder was weiß ich was. Also solche Sachen sind ja durchaus gang und gäbe. Und da wird ja durchaus mit einem höheren Preis eben versucht, die Leute vorher zu ködern, weil man eben sagt, hey, also wer so dumm ist und sich auf solche Pre-Order-Scheiße einlässt, so nach dem Motto, ja, also mich regt das tatsächlich sehr auf mittlerweile. Ja. Da können wir aber einen eigenen Podcast drüber machen. Ja, das ist eigentlich echt mal ein Thema. Das haben wir auch schon, haben wir witzigerweise, kann ich der Stelle verraten, schon mehrfach probiert, aber versuch mal einen Publisher zu finden, wo eine offizielle Spokesperson sagt, ja, ich rede mal zum Thema Pre-Order-Politik bei unserem Haus. Das ist quasi ganz, ganz schwierig. Da geht's mir halt auch nur darum, dass dann einfach, dass ich halt sage, ey, okay, wenn man halt coole Collector's Editions und so, bin ich voll dafür, kann man gerne machen, wenn es Leute gibt, die das zahlen und wenn es eine coole Collector's Edition ist, wo man mehr bekommt, was ich, eine Karte und eine Sammelfigur und was ich was, mein Gott, so be it, dann kann man das auch machen. Aber so dieses, hey, du müsstest es bei 18 verschiedenen Händlern vorbestellen, um alle Inhalte zu bekommen, da hat man dann vollkommen die Sicht des Konsumenten aus den Augen verloren, dass man halt sagt, selbst die Leute, die bereit sind, so viel zu zahlen, die sind da leider völlig die Angeschissenen, weil sie müssten es ja bei 20 Händlern vorbestellen, um die ganzen Sachen zu bekommen. Aber gut, wir kommen völlig vom Thema weg. Jetzt ist es ja bei Early Access so, ich weiß nicht, ob es bei euren Spielen auch so ist, aber oft wird da einfach ein Update aufgespielt und dann ist halt auch mal mein Fortschritt weg. Das heißt, es ist was dazugehört, Robin, dass man einfach sagt, ja gut, du kriegst halt kein fertiges Spiel, also nehmen wir dir auch deinen Spielfortschritt und alles weg. Ja, kann passieren. Also ich glaube, erstaunlicherweise sind die Leute da relativ leidensfähig. Und, das ist so. Also, es gibt zwei Sorten von Leuten. Die einen, die das Early Access, glaube ich, so ein bisschen durchschaut haben und das zu schätzen wissen, dass die Developer sagen so, hey, seid mit dabei, und die sind auch relativ verständnisvoll für solche Geschichten. Dann hast du aber auf der anderen Seite halt Leute, die sich halt gekauft haben, was schön billig ist und was sie eben ganz cool fanden, die das behandeln wie ein relativ normales Spiel. Die dann auch dementsprechenden Polish und dementsprechende, sag ich mal, Fehlerfreiheit von dem Spiel verlangen. Erstaunlicherweise sind die Leute, die den hohen Preis bezahlt haben, ich habe das bei Elite Dangerous mitbekommen, wenn das heißt, ja, der Server wird gewiped, dann heult vielleicht einer und dann kommen 10, die sagen, oh geil, ihr macht ja alles platt, damit wir coole neue Features kriegen und so. Also die sind wirklich, ich weiß nicht, also wer die Leidensfähigkeit erfolgloser Fußballvereine kennt, der mag das kennen, wie die Leute da drauf sind, aber das ist teilweise wirklich beeindruckend, wie sehr die Leute sowas verzeihen. Also die haben irgendwie 180 Stunden an irgendeinem Spielstand geockelt und dann wird der gewiped und die freuen sich drüber. Also ich wäre da echt sauer. Ich bin auch voll vorsichtig bei so Early Access Games, dass ich mir da viel aufbaue. Aber bis jetzt haben wir noch keine Spielstände gewiped. Mal gucken, wann wir müssen, wann es Leute aufs Dach steigen. Aber erstaunlich leidensfähig. Hm. Thomas, wie ist es bei Valhalla Hills? Müssen die Early Access Leute damit rechnen, dass man ihnen dort dann Spielfortschritt zerstört? Nee, also das wollen wir auch auf jeden Fall vermeiden. Also die Leute mögen leidensfähig sein, aber also ich als Spieler wäre total angepisst. Deswegen, ich möchte es meinen Spielern auch nicht irgendwie antun müssen. Also ob es funktioniert, ob es nicht funktioniert, ich denke schon, dass wir es vermeiden können. Ich drücke jetzt die Daumen und klopfe auf Holz, dass es bei uns nicht nötig sein wird. Ich bin da zuversichtlich. Schauen wir mal. Jetzt ist es ja so, dass man bei sich selber auch manchmal das Gefühl hat, man verliert bei so Early Access oder Kickstarter, kann es auch manchmal passieren, die Lust so ein bisschen am Spiel, weil man halt in so einer frühen Version so spielt, und wir haben das auch teilweise hier im Podcast schon irgendwie gehabt, dass wir Spiele hatten, wo irgendwie einer Bäcker war oder irgendwie schon früh die Version hatte und dann gesagt hat, ja, aber jetzt ist die irgendwie, ständig wird die gepatcht, weil sie irgendwelche Fehler ausbügeln, und ich habe jetzt einmal die ersten 3 Stunden angefangen, dann wurde wieder alles gewiped, wie Robin sagt, und dann hätte ich jetzt nochmal anfangen müssen, jetzt warte ich einfach, bis das fertige Spiel irgendwann mal rauskommt, und es ist bis heute teilweise nicht rausgekommen, weil immer noch wieder dieses in diesem Early Access rumwurkst. Also Timo, siehst du da auch bei den Spielern einfach die Gefahr, dass das Spiel so versandet, weil es ja gar keinen richtigen Release gibt, sondern weil die Leute halt einfach irgendwie so die Lust verlieren und sagen, ja, ich habe jetzt eigentlich in dem Early Access schon so viel gesehen, ich will das fertige Spiel eigentlich gar nicht mehr.
Ja, also ich bemerke es halt auch enorm bei mir. Also zum Beispiel am Beispiel von Starbound, das habe ich zig Stunden gespielt und die haben halt auch die Spielstände, ich weiß nicht, ich glaube fünfmal haben sie mir den kompletten Spielstand schon weggewiped, dass ich eigentlich gar keine Lust mehr habe inzwischen auf das Spiel. Also, dass ich genug gespielt habe, aber nie das fertige Spiel spielen werde. Und das ist so ein bisschen schade eigentlich, dass bei vielen Spielen, die halt Early Access sind und die ja dann auch irgendwann rauskommen, ich das gar nicht mitkriege meistens, dass die rauskommen, weil also es wird ja alles da, ja. Ja, und es wird ja auch das gesamte Marketing und so wird ja immer auf den Early Access Start geschmissen. Also da kriege ich die Features im Steam und so, und dass jetzt irgendwann die Versionsnummer auf 1.0 gestellt wird. Ich ganz ehrlich, ich wüsste nicht von einem Spiel, was ich als Early Access gekauft habe, was jetzt fertig ist, konnte ich keins sagen. Also ich bin da inzwischen extrem vorsichtig geworden. Also ich hole mir zum Beispiel, also Multiplayer-Spiele oder so, die würde ich mir noch als Early Access holen. Aber ansonsten wäre ich da sehr vorsichtig. Gerade, also dieses Versanden, was du angesprochen hattest, das passiert mir persönlich sehr häufig. Ich weiß nicht, wie es den anderen da so geht. Ich glaube, es hat sehr viel mit den der Art und Weise von dem, also wie du schon sagst, so bei Multiplayer-Games läuft man da, glaube ich, weniger Gefahr. So diese allein mit jedem Patch, alles, was so, sag ich mal, server-driven ist, das funktioniert ganz gut. Wir merken, also kriegen es jetzt auch gerade zu spüren, dass unser Spiel relativ linear ist, wo irgendwie ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, nur Content dazu klatschen. Also die Leute gerade bei so einem linearen Game erwarten, dass es fertig ist und dann kann ich von A nach B durchspielen, fertig. Und so bei uns ist es aktuell so, dass die Leute von A nach B spielen, dann müssen sie 2-3 Wochen warten, dann geht's von B nach C und dann müssen sie 2-3 Wochen warten, dann geht's von C nach D. Also mehr so episodisch, ja? Genau, und das ist vielleicht auch nicht so optimal für Early Access, weil ich glaube, die Leute finden das eher ungeil. Ich kriege aber relativ oft zu hören, so ja, wir holen es uns dann, wenn es nicht mehr im Early Access ist. Ich weiß nicht, inwiefern das wahr ist, aber ich glaube, dass viele Leute auch echt abgeschreckt sind von dem, was teilweise auf Early Access läuft. Also dieses, wie du sagst, dieses Dümpeln, Versanden von einigen Spielen, die Developer verschwinden oder sowas. Das hat mit Sicherheit seine Gründe und ich weiß, dass gerade Entwickler von Spielen, die das direkt verhauen, dass das super engagierte Leute sind und dass es meistens sehr gute Gründe gibt, warum die Sachen irgendwie nicht funktionieren oder warum das Development dann irgendwann einschläft. Aber tatsächlich sind da viele Leute, glaube ich, gebrannte Kinder. Also wir haben mit vielen Leuten zu, jetzt kämpfen wir übertrieben, aber wir kriegen oft das Feedback, das heißt, ach so, Early Access, ja, ich warte dann, bis es fertig ist, wenn ihr es denn fertig macht. Ja, das ist bei uns aber genauso. Also wir haben auch voll gerechtfertigt. Ja, also bei uns auch ganz viele Leute, die sagen, naja, eigentlich nett, interessiert uns, aber wir warten jetzt auf Release und vorher schauen wir uns das gar nicht an. Aber das ist halt, ne, deswegen, die Leute sind verschieden, die haben verschiedene Erwartungen dran, aber das ist eine legitime Herangehensweise für die Leute. Ich weiß gar nicht, welches Spiel es war, das, glaube ich, nach 5 Jahren jetzt aus dem Early Access rausgekommen ist, die Tage. Also das finde ich schon ein bisschen hart. Das wäre eben genau meine Anschlussfrage gewesen. Robin, wie lange habt ihr denn vor, jetzt im Early Access zu bleiben, in der besten aller Welten? Wann erfolgt denn dann der finale Release? Aus dem Stöhnen höre ich schon, dass das keine angenehme das Frage ist. Das war nicht ich. Ach so, okay. Wir haben uns da viel Gedanken gemacht. Also es gibt zwei Varianten. Entweder entscheiden wir uns dazu, dass wir den Early Access separat von unseren Konsolen-Releases verlassen. Dann könnte es im Anfang nächsten Jahres so sein. Also tatsächlich irgendwie irgendwo im Januar. Okay. Jetzt verstehe ich auch das Konzept. Das kann ich ja sehr begrüßen. Die PC-Gamer sind die Versuchskaninchen für die Console Master Race, die dann das fertige, von den PC-Pöbel getestete Spiel bekommen. Das, ja, aber Thumbs up. Also, sag's nicht weiter und das wird ja auch nicht gesendet, was wir hier aufnehmen, oder? Nee, natürlich nicht. Okay, gut. Das schneiden wir dann einfach raus. Nee, also tatsächlich, für uns ist PC als erste Plattform ganz wichtig, aber vom Typ Spiel gehört halt irgendwie auf die Konsolen, ne? Also wir haben unsere Early Access Phase so inhaltlich relativ gut abgesteckt. Also wir haben gesagt, okay, das und das und das und das soll zu dem und dem Zeitpunkt passieren. Das ist ein relativ interner Produktionsplan. Also das ist nichts, was wir im Vorfeld nach draußen pusten und den Leuten sagen, guck mal, am 1. Oktober kriegt ihr das und das, weil, wie wir alle wissen, läuft am Ende doch wieder alles anders im Bereich Game Development. Und wie gerne sich Gamer guter, ja, vielleicht zu Recht oder auch nicht, drüber aufregen, wenn irgendein Developer seine Deadlines nicht einhält. Dafür haben wir uns jetzt nicht irgendwie vom Publisher verabschiedet, damit das dann unsere Audience macht.
Ich glaube tatsächlich, dass so diese Zeit, die sollte man sich relativ gut abstecken. Also man sollte wissen, wann man rausgeht. Und wir haben uns auf gewisse Pufferzeiten eingestellt, so von wegen, wenn da irgendwas kommt, mit dem wir gar nicht rechnen, dass ein Publikum sagt so, hey Leute, guck mal, den und den Modus hätten wir voll gerne drin, dass wir nach hinten relativ flexibel sind. Aber tatsächlich haben wir so mit 3 bis 4 Monaten für unseren Early Access gerechnet. Und ich glaube, dass wir da rein theoretisch inhaltlich auch echt gut hinkommen. Ist halt die Frage, ob wir dann einen Sim-Launch mit den Konsolen haben wollen für die Vollversion oder ob wir da drauf pfeifen. Das 3 bis 4 Monate, finde ich, klingt ja aber jetzt noch nach einem akzeptablen Fenster. Das ist ja jetzt ja nicht ein 5 Jahre, wie das Beispiel, was Timo gebracht hat, wo man so vor sich hin wurschtelt, sondern ich finde halt so 3 bis 4 Monate kann ich auch noch so als Testphase in Anführungsstrichen durchgehen lassen, wo man sagt, gut, aber die haben schon relativ klare Ansichten, wann es dann wirklich final rausgehen soll. Thomas, wie ist das bei euch? Wie lange plant ihr, im Early Access zu bleiben? Also festgelegt haben wir uns da auch noch nicht, aber es wird sich ähnlich halten. Also ob es jetzt 3 Monate, 5 Monate, 6 Monate werden, aber länger denke ich nicht, so in den Zeitraum. Also Ende diesen Jahres, Anfang nächsten Jahres werden wir sicherlich irgendwann die Versionsnummer auf 1.0 schieben. Mhm. Gibt es denn da dann nochmal ein großes Theater, nenne ich es jetzt mal? Also weil so ein echter Release, muss man ja auch mal klar sagen, ist halt für Presse, PR und so, da macht man halt einen Aufschlag, ne? Und weil dann gibt's Tests in Magazinen oder so, da ist irgendwann mehr los, was auch Öffentlichkeit angeht. Und das, ich glaube, das ist vielleicht auch manchmal so ein Grund, warum so Early Access Sachen so versanden, weil es gibt halt dann keinen richtigen Release mehr oder da passiert marketingmäßig nichts mehr. Also das ist halt schon noch das die klassische, also sowohl irgendwie die Spieler sind immer noch so ein bisschen in den Köpfen drauf eingestellt, aber erst recht die Presse ist natürlich immer, da wird ein Spiel zum Release getestet und die mussten jetzt ja auch in den letzten Jahren Diskussionen in der Redaktion intern ausführen, so dieses, wann testen wir ein Spiel eigentlich und wann kriegt es eine Wertung und wann nicht? Das sind ja auch alles so ganz schwierige Fragestellungen, die es halt, bevor es Early Access gab es diese Fragestellung noch überhaupt nicht, weil da gab es kein... Doch, da gab es immer die Diskussion, ob das wirklich vorher eine produzierte Version war oder doch eine, die irgendwie vom Entwickler vorher rausgegeben wurde. Okay, gut, das waren dann kleine Grabenkämpfe, so weiß ich, stimmt, gab es dann noch mal dieses, ja, in der Version testen wir das noch nicht, aber der Publisher, nennen wir ihn mal Österreicher Publisher XY, der hat uns aber versprochen, dass ein Patch kommt in der Verkaufsversion, genau. Und der wird dann alles besser machen und deswegen geben wir eine Wertungstendenz von 80 oder sowas. Klar, sowas gab es auch, aber es ist ja auch eine Frage, man möchte das ja jetzt gar nicht, also Spaß beiseite so ungefähr, man möchte ja auch gar nicht böse sein. Also ich habe mir zum Beispiel, als Robin dann gesagt hat, hier möchtest du irgendwie schon mal reinschauen bei Shift Happens, habe ich mir dann auch gedacht, will ich das? Also möchte ich da vielleicht möglicherweise ein Spiel sehen, was noch nicht fertig ist und mir dann auch ein bisschen den Spaß dran verleiten und werde ich damit dem Spiel gerecht? Und dem, was Robin und sein Team da reingesteckt haben. Ja. Also ich möchte da eben oft auch einfach mich selber so ein bisschen schützen und sagen so, nee, ich spiel's dann, wenn's fertig ist und dann beurteile ich's für das und ich möchte euch nicht vorher schon eins reindrücken, indem ich dann schon mal irgendwo erzähle, ja, das funktioniert überhaupt nicht, das Spiel oder so. Ja, das ist lustig, dass du das sagst, weil es tatsächlich, diese Ansichten sind sehr gestreut. Also gerade irgendwie so bei den YouTubern und sowas, die ganzen Streamer, die sind sehr erpicht darauf, die Ersten zu sein, irgendwas zu machen. Also die sind wirklich so, oh, was, ja, ich will ein Preview-Key, yada, yada. Das ist ziemlich krass. Und gerade die von der, wie nenne ich euch, etablierten Systempresse. So. Systempresse hat, glaube ich, eher. Aber ist gut, lass ich so stehen. Wird ja eh nicht gesendet. die fragen ganz oft nach. Also wir haben irgendwie, wir haben Review-Copies rausgeschickt und dann haben die Leute gesagt, so, hey, das ist Early Access und sie fragen, wir werden wahrscheinlich nur einmal irgendwas drüber schreiben, wollt ihr lieber, dass es zum Release rauskommt oder dass ihr das jetzt zu Early Access macht? Genau, das war die gleiche Diskussion, die wir auch, Entschuldigung, wenn ich den Wortfall im Podcast geführt haben, weil ich gesagt habe, okay, vielleicht, wenn ich es jetzt anschaue, dann, wir geben zwar keine Testwertung, aber wenn ich dann einen Podcast mache, der dann sagt, ja, das Spiel ist halt noch unvollständig, funktioniert nicht und kauft's nicht, dann würde ich euch wahrscheinlich, oder nicht wahrscheinlich, sondern ich würde euch sehr viel mehr damit schaden, als es euch eigentlich nützen würde, wenn ich mir jetzt diese frühe Version angesehen habe. Ja, also ich muss sagen, ich bin auch echt, also das klingt vielleicht doof, aber ich war voll froh, dass die Leute diese Frage gestellt haben, dass sie uns vor die Wahl gestellt haben, wollt ihr das jetzt oder sollen wir das lieber zum Release machen? Und da denkst du dann auch so irgendwie so, ja, vielleicht wäre Release doch irgendwie so ein bisschen schlauer. Und das wird jetzt wahrscheinlich,
also für uns ist es so, dass wir jetzt viel von dieser ganzen Pressewucht aus dem Early Access Release rausgenommen haben und den Leuten gesagt haben, okay, Freunde, wir machen das jetzt wahrscheinlich, also bereitet euch auf einen schicken Release vor und da kriegt ihr nochmal von uns irgendwie einen ganzen Eimer voll cooler Dinge. Und wir werden quasi das Out of Early Access als einen vollen Release behandeln. Und ich habe das jetzt auch bei vielen Leuten, also den Satz so, es gibt nur einen Release und das ist dein Early Access Ding, der ist irgendwie ziemlich relativ. Also ich habe das mit ein paar anderen, also man kann sich ja diese Zahlen von dem guten Mann, der Steam Spy gemacht hat, einmal anschauen. Der hat auch irgendwie zu Early Access 2, 3 Wörter verloren. Und unter anderem steht auch dran, dass es nur den Early Access Launch gibt und keinen zweiten. Und das Lustige ist, dass ich jetzt von einigen anderen Developern, die ihre Early Access Title aus Early Access raus in Full genommen haben, dass die mir gesagt haben, ja, das ist schon so, aber auch nur, wenn du das nicht behandelst wie einen Launch. Also wenn du jetzt irgendwie zur Presse hingehst und sagst, wir launchen dieses Ding, das ist jetzt der volle Release und du hast auch nochmal echt einen Batzen Content zu dem Release hin, dann werden die Leute das behandeln wie einen echten vollen Release. Das ist so ein bisschen so eine Verkaufs- und Einstellungssache, meinte der gute Mann. Und ich habe mir auch die Zahlen von denen angeguckt und prinzipiell haben die keine quasi extra Visibility für den Launch rausbekommen. Aber die haben dadurch, dass sie ihre Pressearbeit und ihre Einstellung, die eines vollen Releases war, haben das alle so behandelt und es gab auch keine Diskussion. Also es war irgendwie nicht so, ach ja, wir haben das vorher schon mal gespielt und wir zocken das jetzt nicht nochmal an, sondern die haben das alle nochmal so richtig sich gepackt und haben gesagt, hey, guck mal, manche haben so einen A-B-Vergleich gemacht, so, was ist denn unser altes Review gewesen, was haben die verändert? Und das hat für die echt gut funktioniert. Und ich glaube, dass man da auch so, dass man das so ein bisschen so eine Einstellungssache ist, wie man dann mit diesem Out of Early Access umgeht. Okay. Lasst ihr euch so straight out of Early Access T-Shirts drucken, so schwarz-weiße? Ja. Jetzt schon, ja. Okay, geil. Alter, das ist endgut. Straight out of Early Access. Ja. Wie war denn das bei euch, Thomas? Haben die Leute da gesagt, ja, sollen wir das testen, sollen wir es nicht? Oder haben die sich einfach drauf gestürzt? Also ich meine jetzt konkret also, wirklich Presse, YouTuber und was da eben sonst noch alles Berichterstattung macht. Also mit der Presse hatte ich jetzt persönlich nicht so direkt den Kontakt. YouTuber haben auf jeden Fall eine ganze Menge gehabt, die angefragt haben, die Keys haben wollten. Gerade Timo und ich haben es auch auf der Gamescom mal halt präsentiert. Da konnten wir quasi jeder Präsentation haben wir dann Key rausgeben können. Und da ist auch eine Menge passiert. Gut, Gamescom ist aber auch nochmal was anderes, weil da ist man ja gewohnt, dass man unfertige Versionen zu Gesicht bekommt. Ja, nee, aber als Gamescom waren wir ja quasi eine Woche vor Early Access Release. Ach so, okay. Das war ja quasi dann, ne? Hey, wir sind nächste Woche Early Access und wir können Key haben. Das hat schon ganz gut funktioniert. Ja, mit der Fachpresse gerade insbesondere, das ist hier ein schwieriges Thema. Systempresse, Entschuldigung. aber da weiß ich jetzt nicht, was da die Diskussionen waren. Ich würde aber persönlich eigentlich auch eher. Also mein Empfinden ist, dass es sinnig ist, das mit einem Release zu verbinden, mit einem echten Release des fertigen Produktes und nicht mit einer Early Access Version. Ich merke es halt, also ich weiß es halt auch von den YouTubern, dass wenn die ein Spiel testen, was released ist und was quasi in dem Moment jeder streamen könnte oder Let's Playen, dass das nicht mehr viel wert ist für die. Also dass die wirklich nur gute Viewerzahlen generieren können, wenn sie halt Spiele kriegen, am besten noch vorm Early Access, also exklusive Tests oder so. Also die sind halt heiß darauf, das Spiel so früh wie möglich irgendwie unter die Leute bringen zu können. Ja gut, klar, ist ja aber auch logisch, weil wenn du halt dann googelst bei YouTube und dann siehst du halt, ha, es gibt irgendwie 280 Let's Plays von Spiel XY oder es gibt halt nur eins, dann klar, dann guckst du halt das an. Und wenn es so ein Spiel ist, was vielleicht gerade in der Rede ist oder so, dann kann ich das schon nachvollziehen. Aber das ist, glaube ich, nicht nur ein YouTube-Problem, das ist ja auch in der Presse so, dass man da halt sagt, hey, wenn du die exklusive Cover-Enthüllungsstory von Call of Duty 212 hast, dann bist du halt natürlich der, wo die Leute das dann nachlesen. Und dann generierst du da auch den Traffic mit und so. Also das ist, glaube ich, betrifft auf alle Pressepublikationen zu, dass die dann gerne was exklusiv hätten. Ihr seid jetzt alle keine Juristen, deswegen können wir da, glaube ich, auch noch so ein bisschen fabulieren, aber vielleicht hat sich jemand von euch im Vorfeld informiert. Wie ist denn da eigentlich die rechtliche Situation, wenn ich jetzt so ein Early-Access-Spiel kaufe? Hab ich da ein Recht auf ein fertiges Spiel? Oder ist das halt so, nee, du kaufst halt das, was du da aktuell gekauft wie besehen, so ungefähr? Weil Hintergrund der Frage ist jetzt irgendwie Dead Island Epidemic, war so ein MOBA, was halt so Dead Island MOBA-Ding rüber retten sollte, ist nie aus dem Early Access-Status rausgekommen und wurde dann irgendwann jetzt eingestampft. Und dann sagt man sich halt, ja gut, da sind halt Leute, die haben dafür bezahlt, in dem Glauben sehr wahrscheinlich, dass sie ein fertiges Spiel bekommen und sie haben nie eins bekommen. Ich weiß nicht, jetzt Robin,
wie ist das bei euch? Natürlich ist das bei euch, glaube ich, nicht zu erwarten und ich wünsche es euch um Gottes Willen überhaupt nicht, aber wie ist denn das? Muss man das Geld dann zurückgeben oder wie läuft das ab bei Early Access? Da habe ich mich total damit auseinandergesetzt. Also ich glaube, die Leute, die einzige Möglichkeit, die es auf Steam gibt, ist der Refund und der ist tatsächlich mit dieser, ich glaube, mit der 2-Stunden-2-Monate-Regelung abgegolten. 2 Wochen. 2 Wochen? Ich glaube. 2-Stunden-2-Wochen Ding ist ja. Da ist der damit durch. Also wenn dir nee, du hast, also du darfst nur 2 Stunden gespielt haben. Oder aber du hast 2 Wochen besessen oder irgendwie sowas. Genau, ja. Also was halt zuerst abläuft quasi. Ist genau, eins von beiden wird zuerst ablaufen. Mhm. Vermutlich im Idealfall natürlich das gespielt. Darüber hinaus gibt es, glaube ich, keinerlei Refund. Ich könnte die Leute, glaube ich, noch nicht mal ungewollt refunden. Also das heißt, jeder könnte das, ich glaube, du kannst ohnehin, jeder kann beantragen, dass es refunded wird. Das ging ja auch schon vor Jahren. Also ich habe schon mal einen Refund bekommen für ein Spiel. Das ist dann relativ davon abhängig, ob der Developer sagt, okay, ich gebe den durch. Aber es gibt keine rechtliche, also wir sind nicht dazu verpflichtet, außer ehrenhalber dieses Spiel wirklich zu delivern. Aber ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt, weil du als Entwickler, wenn du einmal sowas irgendwie verbrochen in Anführungszeichen hast, na, ob du dann nochmal irgendwie ein zweites Mal irgendwie im Early Access kommst, ob das nicht verziehen wird, ist ja auch so eine Frage dann, ne? Wahrscheinlich also eher deswegen, nicht. Also deswegen ist es ja auch für uns von Interesse, vom gesteigerten Interesse, dass wir auch releasen am Ende des Tages. Und da ist, glaube ich, auch Early Access noch ein bisschen was anderes wie beim Kickstarter. Also beim Kickstarter denke ich halt auch, weißt du, okay, ne, da kann es halt passieren, dass ein Projekt explodiert, aber wenn du Early Access bist, dann ist ja schon nominell irgendwie einen Wert da oder ein Spiel da, was du spielen kannst. Und das ist halt da ist der Weg dann zum Release toi 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 kürzer als bei einer Kickstarter-Kampagne oder so. Absolut, und das meinte ich auch mit gekauft wie besehen, so ungefähr. Du bekommst halt was und da steht klipp und klar dabei, es ist nicht fertig. Dann kommt natürlich auch immer das Argument dazu, naja, es war ja auch billiger für dich. Also du hast ja das günstiger bekommen und alle fortlaufenden Versionen sind da ja dann mit drin. Also das heißt, du machst den Upgrade und alle neuen Content, was da kommt, kriegst du dann quasi zu dem günstigeren Preis. Also hast du auch gar kein Anrecht drauf, dass du sagen kannst, ja, so nach dem Motto, ich wusste ja gar nicht, auf was ich mich da einlasse, sondern das war ja auch so eine Art des Angebots. Gut, Robin, jetzt mal zum Fazit. Wenn du jetzt so deine Erfahrungen in den ersten 2 Wochen Early Access da einbeziehst, würdest du es jetzt nochmal machen, wenn du jetzt schon ein Fazit ziehen musst? Ich habe vor einer Woche war ich in Hamburg und habe auf einer Konferenz verkündet, dass Early Access tot ist. Das war ganz lustig. War auch so tendenziell eher provokant. Aber ich würde es tatsächlich nochmal machen. Also für mich heißt das nicht, dass Early Access ist für einen rein finanziellen Erfolg, ist das keine gute Idee. Also wenn du sagst, okay, ich möchte hier ich habe hier mein Spiel, also als Entwickler, ne? Ist schwer die Entwicklerperspektive hier. Dass man sagt, okay, ich möchte, damit man den großen Reibach im Early Access mache, das wird nicht funktionieren. Also du kriegst wahrscheinlich irgendwie so, sagen wir mal, okay Sales. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei den Jungs von Valhalla Hills gelaufen ist. Es kann sein, dass ihr jetzt im Geld schwimmt, aber ich glaube es jetzt nicht. Schön wär's, nee. Prinzipiell ist es total cool für mich als Entwickler, eine Präsenz auf der Plattform zu haben, eine Community aufbauen zu können, um dieses Feedback einzuarbeiten. Das ist was für mich dieses Prinzip absolut ausmacht und was es, egal in welcher Form, für mich wert macht. Also das heißt, wenn Early Access, das klingt jetzt blöd, aber für mich ist das tatsächlich so ein bisschen die Zukunft, wie Spieleentwicklung ablaufen kann. Was noch passieren muss, damit das wirklich irgendwie funktioniert, ist, dass das Publikum oder die Nutzer verstehen, wie Early Access funktioniert. Also, dass man nicht irgendwie unbedingt 100% fertige Spiele erwartet und dass es auch in die Hose gehen kann. Ich weiß, dass viele Leute immer total sauer sind. Oh, was? Und dann scheitert dieses Spieleprojekt. Wie kann das sein? Wenn die Leute sich ein Bild davon machen würden, wie viele Spieleentwicklungen, bevor sie überhaupt auf Steam kommen, schon irgendwie in die Hose gegangen sind, dann ist das noch eine echt gute Rate, die sie aktuell irgendwie auf Early Access haben. Das ist so ein bisschen so ein Verständnisproblem, wo, glaube ich, die Leute, die Spiele machen und die Leute, die Spiele kaufen, sich noch so ein bisschen zusammenraufen müssen. Aber prinzipiell, ich würde es auf jeden Fall nochmal machen. Für uns ist es einfach eine coole Nummer, weil wir auf der einen Seite eine Präsenz auf Steam haben und auf der anderen Seite wir dieses Feedback von den Leuten einarbeiten können. Und für uns ist das einfach eine total, was man als No-Name-Mensch, wie weit man da kommt und wie viele Leute da auf das, was man macht, reagieren, ist auch aus einer kreativen Perspektive und aus einer Motivationssicht einfach total geil. Also das würde ich auf jeden Fall,
Wenn man es irgendwie machen kann, würde ich es empfehlen. Es ist aber ein Haufen Arbeit mehr. Also es heißt nicht, dass es irgendwie der schnelle Weg zum Geld ist. Ich wollte gerade sagen, Geld kam jetzt gar nicht so wirklich viel vor. Also dass du jetzt auch gesagt hast, hey, das ist auch ein Weg, schon mal einen Teil seiner Kosten vor dem eigentlichen Release wieder reinzubekommen. Sondern du hast jetzt ja eher sowas wie Community und Feedback und Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit und sowas als Argumente gebracht. Ja, also der Geldaspekt, der funktioniert bestimmt, wenn man entweder schon mal davor so ein paar Leute rausziehen konnte, wenn man parallel irgendwie Kickstarter hat oder wenn man in der Lage ist, da schon ordentlich Leute drauf zu werfen, wenn man vielleicht so ein bisschen so ein gehyptes Game ist, dann glaube ich, kann man da auch echt einen Reibach machen. Die Gefahr, dass die Leute, wenn sie viele Kohle haben, dann abhauen, oder dass sie sich mit der vielen Kohle dann verschätzen im Development, das kann schon auch passieren. Aber das bei uns jetzt nicht passieren. Kannst du mal auf Steam Spy gucken. Ich glaube tatsächlich, die Aspekte sind sehr viel wichtiger als die Finanzierung. Ich glaube, Valve schreibt auch an irgendeiner Stelle im Early Access FAQ für die Developer, euer Development sollte auf keinen Fall davon abhängig sein, wie gut Early Access läuft. Also irgendwo sowas in der Richtung steht irgendwo als Disclaimer, dass man sich nicht von dem Revenue von dem Ding irgendwie abhängig machen sollte. Und das ist, glaube ich, echt ein ganz wichtiger Punkt. Weil viele Leute denken, ach ja, dann Early Access und dann sind die ja schon reich, dann haben sie ja keinen Grund mehr, das Spiel fertig zu machen oder sowas. Das wird relativ selten passieren, behaupte ich jetzt mal. Also selbst wenn die Leute reich werden, dann gehen sie nicht danach, weil sie reich sind, sondern wahrscheinlich, weil sie irgendwie keine Ahnung haben, wie sie mit der Kohle umgehen sollen. Siehe Notch oder ist der Kuckuck. Aber das ist auch der Eins aus einer Milliarde von Entwicklern, ja, der das wirklich so geschafft hat. Das ist richtig. Also das, man kann sich ja mal die Top-Seller in Early Access angucken. Ich habe das vorhin mal kurz gemacht. Da kannst du davon ausgehen, dass so die Top 10 echt viel Geld gemacht haben und alles, was danach kommt, okay, Geld gemacht haben. Gut, jetzt Thomas, an dich auch nochmal die gleiche Frage weiter. Erfahrungen, Fazit nach der ersten 3 Wochen und würdet ihr es wieder machen? Ja, Robin hat schon viel gesagt. Also ja, wir würden es auch wieder machen. Robin sagt Fall, immer weil, viel. Ja, nee, weil er hat die richtigen Punkte genannt. Ich meine, du baust dir eine Community auf, du kriegst Feedback, du wirst als Entwickler nochmal so ein bisschen geerdet. Ne, das ist auch ganz, ganz wichtiges. Aber es ist halt auch, du musst halt auch eine Early Access Version mastern und du hast da auch eine Vorbereitung und du musst halt auch betreuen und du musst halt auch bereit sein, das Feedback, was da ankommt, auch umzusetzen und mit den Leuten auch zu reden. Wenn du diese Bereitschaft nicht hast, dann brauchst du es auch nicht zu machen. Heißt aber auch, du kannst halt deine Pläne, die du vor Early Access gemacht hast, so ein bisschen auch irgendwie wegwerfen und musst dann halt neu agieren. Das ist halt, aber wir finden es auf jeden Fall super cool. Also wir versuchen halt auch, die Ideen umzusetzen und dann auch regelmäßig zum Beispiel auch Updates zu machen und nicht erst nach 3 Monaten irgendwie eine neue Version raufzupushen, um dann irgendwie auch gleich wieder in Kommunikation mit den Leuten zu treten. Aber wie gesagt, der Mehraufwand, den haben wir am Anfang sicherlich unterschätzt. So, Timo, du hast als letzter jetzt noch die einmalige Chance, Thomas zu widersprechen, was das angeht. Das würde ich niemals wagen, okay, weil es dann auch einfach wahr war. Aber ich wollte noch mal kurz darauf eingehen, dass halt auch, bevor ich das Spiel auf Early Access rausbringe, wahnsinnig viel Arbeit zu tun ist. Der Robin kann das bestimmt bestätigen, dass, also bis ich ein Spiel einmal auf Steam habe, es sind so unendlich viele Bilder und Texte, die ich erstellen muss. Ich hatte das so ein bisschen koordiniert, das hat mich schon ein bisschen überrannt, möchte ich sagen. Also wenn ich jetzt ein kleines Entwicklerstudio bin, dann kann ich eine Woche nichts anderes machen, als halt diesen Early Access Release vorzubereiten. Ja, da kommt erschwerend hinzu, dass das Backend von Steam so, naja, relativ, sagen wir mal, entwicklerlastig und nicht unbedingt auf Benutzerfreundlichkeit ausgelegt ist. Ja, also da kann man durchaus eine ganze Zeit verbringen, irgendwie in der falschen Sektion unterwegs zu sein und den Weg zurück nicht zu finden. Ich glaube, das ist das Gleiche bei Kickstarter, was man da auch immer öfter hört, dass die Leute dann sagen, hey, du musst im Prinzip die ganzen Assets, die du dann hast, Update-Videos und so, das musst du alles schon vorgeplant haben, weil wenn der Kickstarter erstmal läuft quasi, also dann ist es ein fahrender Zug und dann kannst du, oder es ist eben nicht fahrender Zug, auch bei Kickstarter, so nach dem Motto, wenn die Lokomotive nicht losgekommen ist, dann kannst du auch nicht in den kalten Ofen noch Kohle nachschütten, da passiert dann nichts, da fährt die erst recht nicht los, so ungefähr. Ja. Und deswegen, das alles im Vorfeld viel besser planen und irgendwie einfach was raushauen, funktioniert, glaube ich, in keinem der beiden Fälle, weil da sind auch die Leute mittlerweile zu gut erzogen, weil diese Kickstarter als auch Early Access Wild-West-Zeiten, die sind, glaube ich, vorbei und mittlerweile muss man da was Solides anbieten, ist, glaube ich, meine Meinung.
Gut, alles klar. Dann ich wünsche euch beiden viel Erfolg. Ich hoffe, dass das für euch die richtige Wahl war, dass ihr auch möglicherweise, wenn es zum Release dann kommt, immer noch bei eurer Meinung bleibt, dass ihr in beiden Fällen sagt, wir würden es wieder machen. Und ja, dann viel Spaß noch mit der weiteren Entwicklung. Und ich kann für beide Spiele zumindest sagen, ich werde sie mir dann wahrscheinlich anschauen, wenn es auf den Release zugeht, weil so sind wir nun mal bei der Systempresse. Ich dachte, du holst es dir im Summer Sale wie der normale Spieler. Ach so, da kannst du dir die Summer Systempresse ist es dann quasi. Gut, alles klar. Robin, Thomas und Timo, ich danke euch und wir verlinken die Early Access Seiten für, also das sind ja die normalen Steam Pages im Prinzip für eure Spiele. Also wer da mal reingucken möchte, der kann das dann machen und genau, euch kann man dann auch mit euren Studios jeweils auf Twitter folgen. Da bekommt man sicherlich auch noch einige Informationen mit, wie weit das Spiel ist und wann es dann auf den Release zugeht. Ich danke euch und schönen Tag noch. Jo, danke. Gleichfalls. Ciao. Ciao.